Falsches Verhalten in den Bergen kann lebensgefährlich enden. Die unreflektierte Nachahmung kann zu starken Schmerzen bis hin zum Tod führen. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren alpinen Profi, die Experten in den Kommentaren oder aber auch Ihren Hausverstand. Der Kuchler Kamm oder auch Göll Ostgrat ist mit 2750 Höhenmeter der längste Anstieg auf den Hohen Göll in den Berchtesgadener Alpen. Der angesehene Tourenautor Wolfgang Loschenski schreibt, die durchwegs steile Tour an einem Tag bis zum Ausgangspunkt zu schaffen, sollten sich nur konditionell absolut starke zutrauen. Selbst eine der möglichen alpinen Unterkünfte bis abends zu erreichen, ist nicht selbstverständlich. Ob und wie uns dieses Abenteuer an einem Tag gelang, siehst du in diesem Video. Jo Leute, servus, was geht? Markus und ich sind unterwegs. Schaut nach einer schönen Alm- und Wiesenwanderung aus, oder? Ist es aber nicht, weil galaktisch sind wir unterwegs. Kuchler kam mitten drauf, Kammer schneit direkt vor uns. Da vorne der hohe Göll. Was erwartet euch? Eine richtig geile Tour von Gasteig auf dem hohen Göll. 2800 Höhenmeter. Alpine Leidenschaft. Bis jetzt gibt es glaube ich kein Video zum Kuchler kaum. Viel Spaß, kommt mit. Kurze Werbung in eigener Sache. Ihr braucht das nicht für Anerkennung oder irgendwas. Wenn euch das Video gefällt, gebt einem einen Daumen nach oben. Das hilft, dass das Video bekannter wird. Und wenn ihr es nichts mehr verpassen wollt, abonniert meinen Kanal. Danke, viel Spaß, gehen wir los. So, auf geht's zur längsten Bergtour seit einer ziemlich langen Zeit. Parkplatz Gasteig. Ganz hinten beim Parkverbot. Erstes Ziel angeschrieben, kleiner Göll, 3,5 Stunden. Da geht's durch. Falls man sieht, wir sind auf 1500 Meter ungefähr und das ist die letzte Trinkwasserquelle bis zum Burgschellerhaus. Da haben wir noch eine Bierquelle. Insgesamt haben wir jetzt 759 Höhenmeter gemacht. Wir müssen noch mindestens 2000 Höhenmeter machen bis zum Burgschellerhaus. Das heißt, da letzte Möglichkeit, Wasservorräte aufzufüllen. Wir haben natürlich genug für dabei. Gut, gell? Da hinten ein bisschen Morgengrauen. Hab noch nichts dokumentiert, weil ich sehe es eh nichts. Bergauf ist schon auf. Wahnsinnige Stimmung. Brutal, der Himmel brennt. Und für uns geht es jetzt an den Einstieg zum Kuchler Kamm. Erstes Ziel, kleiner Göll da rauf. Herrlich. Da vorne sieht man schon, was wir vorhaben. Ein Kuchler Kammanteil. Und ganz hinten der hohe Göll. Und dann überschreitet man den und dann geht es wieder retour ins Tal runter. Das wird noch ein langer Tag, gell? Oh ja. Gut, dass wir so früh unterwegs sind. Ja, jetzt sind wir hier oben bei der Tami, beim Martin und beim Andi. Da ist das Gipfelkreuz, das wir für sie aufgestellt haben. Wer das Video noch nicht gesehen hat und wenn es interessiert, was da alles dazugehört, verlinke ich euch jetzt oben und auch unten in der Beschreibung. Schaut euch das dann sehr gerne an. Herrlich haben wir's, herrlich. Wahnsinn. Ja, kurze Pause gemacht. Die Sonne mittlerweile aufgegangen. Ziemlich windig ist es heute. Und ja, erste Wolken sind auch schon da. Schauen wir mal, wie sich das alles so weiterentwickelt. An und für sich eine Tour, wo man immer wieder umdrehen kann. Wir starten jetzt einmal los. Durch die Latschengassen geht es da hin. Jetzt ist da die Lies, die Glutmuggel-Lies. 1040 Höhenmeter waren das jetzt in dem Zustieg.
Das heißt, jetzt haben wir nur noch 1800 Höhenmeter. Gell, Markus? Ja. Das ist ganz am Anfang schon gleich einmal voll die Challenge, dass du die richtige Latschengasse erwischt. Wenn du das nicht findest, bist du gleich einmal in so einem richtigen Karstgelände mit Dolinen unterwegs. Aber jetzt schaut es ganz gut aus. Ja, wie man sieht, ein wunderschöner Weg, der da an den Dolinen vorbeiführt. Gewaltig, mördergewaltig. Pflück dir einen Edelweiß, sonst hast du keins. Du, das tut man aber nicht. Unten seht ihr das Salzachtal von da ganz vorn. Das war der erste Gipfel, der kleine Göll. Und dann sind wir den ganzen Grat bis jetzt an da hergekommen. Sehr schön. Den ersten Gipfel haben wir schon hinter uns. Und da geht es jetzt dann auf den zweiten. Ja, also spätestens jetzt sind wir fix voll am Kamm angekommen. Da wirst du erschlagen, wenn du da herum bist. Jetzt sind wir schon ewig weit unterwegs. Bis daher, kilometermäßig nicht so viel. 6 und 1400 Höhenmeter. Das heißt, wir haben nur noch 1400 Höhenmeter. Aber schaut euch einmal das an. Da wirst du erschlagen. Müssen wir da rauf und da rum. Alles ist so irgendwie durcheinander. Und das zu den Göll, den siehst du noch gar nicht. Also das ist ein Wahnsinn, oder? Ja, gewaltig. Wahnsinn. Festtage, ja. Ja, brutal. Ah, herrlich. Maximal ein so schroffen Gelände da rauf. Jetzt sind wir dann bald am vorderen Freieck. Das war der Mugel vorher. Mal über den Verbindungsgrat. Und da rauf. Übergplatzerl nehmen wir uns und jetzt sind wir auf einer wunderschönen Hochfläche. Schaut mal. Sehr cool. Jetzt geht es da vier und dann irgendwie so den Gradverlauf weiter. Vor
Jahresfreieck. Das Wandern ist des Müllers Lust, das Wandern ist des Müllers Lust, das Wandern. So, so schön ist es wieder heute. Immer da rechts, ha? Ja. Da gehen wir auf. Und dann hinten wieder irgendwo hoch. Da kommt der Göll Franz. Sieht man da ersten Mal Richtung Watzmann hinten zurück, gewaltig, und man sieht auch noch die Auswüchse. Da ganz viere, dann sind wir erst in der Göschorten, wenn es stimmt. Also echt brutal, brutale Tour. Aber mei, jetzt sind es nur noch 1200 Höhenmeter. 1644 haben wir schon. Mördergewaltig! Gehen wir dann zu unserem ersten Gipfelkreuz, oder? Ja. Eine zweite halt. Sehen wir erstmals unser Ziel, da ganz vorne, der Hohe Göll, also das Gipfelziel. Das Ziel ist ja, dass wir wieder nach Gasteigall kommen. Aber mei, jetzt 1700 Höhenmeter sind nicht nur 1100. Da tragen wir uns schon mal mehr gewaltig ein, gell? Jetzt geht's da zur Kammerschneid. Sollte ziemlich ausgesetzt sein. Ja, so schaut es auch aus. In die Hochscharte führe. Ja, von hinten oben kommen wir her, hinteres Freieck. Abstieg, Kammerschneid, steile Großflanken. Geht dabei noch ganz gut, aber ich glaube, das wird immer steiler da oben. Aber gut machbar, Absturzgelände. Voll, ja. Da, wenn du denkst, ist Großbandel over, gell? Die erste bis jetzt. Linke Seiten geht's alle. Rechte Seiten geht's alle. Also, man gerade entlang. Bandel da, bevor der nächste Tutten da raufkommt. Ja.
Da wären wir da seitlich oben. Ja, laut Beschreibung sind da zwei Haken und da muss man dann ausgesetzt abklettern. Ich muss ehrlich sagen, das habe ich mir wieder vorgestellt. Das passt gut so. Ist ein bisschen ausgesetzt, da muss man mit viel Fantasie runterfinden. Aber geht Meter für Meter. Da bei dem Felsen da vorbei, wie schaut das aus für dich? Da geht's gut, ja. Ja, schon, gell? Da tauen wir die auch weg, bevor wir drüben. Ja, ist nur ausgesetzt, aber es geht gut, gell? Ja. Passt. Und jetzt kannst du entweder oben rum oder da her, wo ich stehe. Geht beides. Schau mal. So viel lockerer Dreck ist da, ein Wahnsinn. Das ist ein Schoder-Dreck, gell? Perfektes Schoder-Pulver. Altoverisches Bruchpulver. Gewaltig, sag ich mal. Sehr gewaltig. Hinter dir schon fast unser Ziel. Ja, super. Das nächste halt. Da durch die da ist auch viel. Reiner Grein. Ja, super. Schauen wir mal, wenn wir da raufkommen auf den nächsten Mogel. Genau so ist. Ja.
Für euch zur Info, also wir sind da jetzt da hinter Markus hergekommen, das Mantelover wesentlich einfacher ist, wenn ihr euch da oben einfach rechts holt und durch den Schoder, durch das Pulver gewaltig anrascht. Ja, da machst du den Schoder abfahren. Juhu! So, Rückblick da. Direkt aus der Hochschorten. Da runter müsst ihr, wir sind da so durch die Wand runter. Hochschatten, wie gesagt, jetzt. Und da rauf geht es auf den Grünwaldkopf. Da gibt es 3 Grate, links, mitten und rechts geht auch noch rauf. Wir gehen dann durch den zentralen Ostgrat rauf auf den Grünwaldkopf. Schöne Klettereien da, griffiger Felsen, 2000 Höhenmeter haben wir schon gemacht, nehmen wir noch 7800, Hans ist schon da vorne, Kundschaft sieht dabei ein wenig am Weg aus. Super, gell? Griffig. Ja. Jetzt haben wir 2000 Höhenmeter, sind nur noch 800. Ein Mann, ein Wort. Und da geht er dahin, der Franz. Der Ostgrat, voll cool, maximal ja, 1 plus, schwerer ist das nicht. Und da haben wir sogar ein Gipfelkreuz. Fisch, Fisch. Der Kerl in dem Sinn vom, ich habe es vorher falsch ausgesprochen, Grünwandkopf, Grünwandkopf, nicht Wald. Da ist ja gar kein Wald. Grün, weil es grün ist, seht ihr, überall grün. Und Wand, ja, weil da überall eine Wand ist. Gell? Wird es sein, ja. Ja. Dann geht es da weiter, Fiere zum Dadara. Und dann Fiere weiter auf den Gölli. Und von da hinten fahren, da kommen wir her. Einfach gewaltig. Richtig gewaltig, ja. Kein geiler Gras. Jo, jetzt haben wir kurz eine Pause gemacht. Es geht weiter. Nächstes Ziel ist der Tadara. Direkt vor uns geht es da vorne auf der linken Seite durch so eine komische Rinne auf, wenn es stimmt. Schauen wir mal. Dann sehen wir schon. Das ist jetzt der Grünwandkopf, da sind wir her und gerade oben, gerade rauf, gerade weiter. Und dann eben von da links geht es rauf auf den nächsten Muggel. Tadara heißt da.
Landschaft ist wirklich durchgehend einfach ein Wahnsinn. Da zahlt sich jede Stunde aus, die man da herinnen verbringt. Genusskraxeln. Fett. Da sind wir alles um. Sehr cool. So, da lada. Zwei Stück zu der Rinn. Und da suchen wir uns jetzt den einfachsten Weg auf. Hast du eh deinen Klettersteig gesetzt, brav Einhänger? Ja, das ist immer ins Lufthaken. Gewaltig. Sehr schön, lehrbuchmäßig. Voll geil! Sind wir schon herum? Gewaltig, sag ich da! Ich muss sagen, nach den Beschreibungen, die ich gelesen habe, habe ich mir das viel wilder vorgestellt. Aber da kommen uns wahrscheinlich die Touren zugute, die wir jetzt gemacht haben. Ja, mir fix auch. Einer von den Zuschauern hat eh geschrieben, Kuchler Kamm ist eine schöne Tour. Und das kann ich einfach nur bestätigen. Es ist echt eine wunderschöne Tour. Es ist ein Traum. Jetzt sind wir schon am Taderer herum. Da ist er. Da ganz vorne, das seht ihr gar nicht. Da vorne kommen wir her. Und es ist jetzt ein echter Katzensprung nur noch. Da vorne ist die Gölschortner, da oben, wir sehen es mit dem freien Auge vielleicht, sieht man es auf der Kamera im Video auch, das ist das Kuchlerkreuz und da steht gerade einer. Also geh Markus, das packen wir jetzt auch noch. Fix. Gewaltig. Fix. Cool. So schön. So, dann geht es jetzt auf in die letzte Etappe vom Kuchlerkamm, vom Taderer. Bis zur Göllschwartenfähre. Schauen wir mal, wer sich der Weg gestaltet. Auch da schon wieder festes Biwakplatzerl. Also eigentlich da oben auch alles sehr recht logisch. Hinter Markus sogar Stormandl. Immer den einfachsten Weg suchen. Da vor uns auch Stormandl. Boah, schaut das arg aus. Die Szenerie da. So, da geht es jetzt noch einmal so eine steile Großleiten runter. Direkt da vorne ist das nächste Stormandl. Ausrutschen verboten. Das ist der Stuhl von unten. Hat guten Griff.
Ja, genau. Am rechten, da am Vorsprung. Und da ganz rechts außen hast du einen guten Griff tun. Fuß. Genau. Nein, nur ein bisschen. Ausgesetzt ist da. Das magst du eh. Ich sag da einfach nur was. Gewaltig. Mega gewaltig. Den letzten Gradturm da im Linksumgangen. Und schon sind wir eigentlich mehr oder weniger vor der Göschwarten. Schauen wir jetzt, wie wir am gescheitesten rauskommen. Aber das wird jetzt nicht einmal das größte Problem der Menschheit sein. Ja, da vorne ist die Göschwarten. Wir gehen da jetzt rechts rauf. Suchen uns da eine Linie. Markus macht das ganz gut. Gelände einfach 1, 1 plus. Sowas in der Richtung. Das letzte Stückchen vom Ausstieg. Gewaltig! Göllwaltig! Göllwaltig! So, jetzt gehen wir da noch rauf, auf den Gipfel und dann machen wir hier aus. Ja, perfekter kann man es eigentlich nicht timen. Hinter uns in den Wolken mittlerweile gucken wir kaum. Wir sind normaler Aufstieg auf dem Göll, wenn du durchs Alpental gehst. Da habe ich ein Video gemacht mit meiner Schwester, der Theresa, voll super dokumentiert. Oben unten in der Beschreibung verlinkt. Ich werde mich nachher am Gipfel gleich dabei. Jawohl! Kuchenkreuz. Hinten. Jetzt ist hier auf dem Gipfel vom Göll. Vorher noch an der Göll-Ost vorbei. Das kennst du doch, oder? Das Büdel. Galaktisch würde ich da sagen, einfach. Galaktisch. Da ganz vorne über den Kuchler kommen. Da sind wir hergekommen. Episch. Ja, wir sind da jetzt gerade aus dem Wald herunten im Kuchler Ortsteil Gasteig wieder rausgekommen. Markus und ich. Markus, was sagt die Uhr? Was sagt dein Tacho? 5. Ja, also bis dass wir beim Auto sind, 19 Kilometer, ungefähr 2750 Höhenmeter. Die Tour war echt richtig, richtig lässig, ich muss sagen. Ich habe mir gedacht, dass die Tour ein bisschen technischer wird und ausgesetzter wird. Von den Beschreibungen, die ich im Internet so gelesen habe. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass wir in der Vergangenheit ein paar so ausgesetztere Sachen gemacht haben. Von daher habe ich mich in dem Gelände voll wohl gefühlt. Markus, bei dir war es auch gleich. Ja, ist ja. Gut gegangen. Ja. Ja, teilweise halt auf den Bruch und auf Steinschlag aufpassen. Von der Wegfindung her war eigentlich die Krux für uns, durch die Latschen zurück vom kleinen Göll, bis dass wir mal richtig am Kamm oben waren. Wie wir das geschafft haben, dann war eigentlich für uns alles sehr logisch. Vereinfacht haben wir die ganzen Stormandel, die Tontauben oder Steintauben, so sagen sie in Deutschland dazu. Das für uns natürlich auch. Faustregel ist eigentlich immer am Grat oben bleiben, oder? Ja. Dann Großteil sind wir oben drin, ja. Genau, teilweise ein bisschen halt umgehen müssen, aber das ist eh gekennzeichnet. Ja, was musst du können? Du musst sicher an 2er Alpin klettern können.
du darfst vor ausgesetzte Passagen keine Angst haben, musst da die Ruhe bewahren, du musst über einen sehr langen Zeitraum hochkonzentriert sein, du kannst dir eigentlich keinen Fehler erlauben, wenn du einsteigst, ja, bis du erst beim Burtschellerhaus herunten bist. Wenn's genau, die Wegfindung sollte man ein bisschen drauf haben. Genau, ja, Marco sehr richtig gesagt, Wegfindung, alpine Erfahrung ganz wichtig. Ja, genau, ja. Und ja, wenn du jetzt nicht so ein Konditionsviech bist, wie die ganzen Trailrunner, sondern einfach so nur 0815 Berggänger wie Markus und ich, dann brauchst du halt definitiv ein Leidensvermögen, gell? Ja, das auf jeden Fall. Ja. Weil das ist schon eine Mördertour. Mördergewalt, könnte man da schon fast dazu sagen. Ja, vom Burtschellerhaus runter sind es noch einmal 1100 Höhenmeter. Lasst euch da nicht abschrecken. 2-3 Viertelstunden ist das beim Weg, wäre es angeschrieben gewesen. Wir sind jetzt vom Burtschellerhaus daher. Wir müssen da runter. Wir sind vom Burtschellerhaus da runter, jetzt sind keine Stunde gegangen für die 1200 Höhenmeter. Also, da kannst du richtig Karacho machen im Wald. Das geht echt gut. Da kannst du das laufen lassen, genau. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Wenn ich was vergessen habe, Fragen unten rein in die Kommentare, Anmerkungen unten rein in die Kommentare. Bewertet das Video, wenn es euch gefallen hat, ist das Video supporten wollt, gebt einmal einen Daumen nach oben. Und wer die nächsten Videos nicht verpassen will, unbedingt jetzt Kanal abonnieren und die Glocken aktivieren. Jawohl, wir haben einen hergefunden. Da vorne ist das Auto. In dem Sinn, Markus, Schlusswort. Berggeil, bleibt's geil. Genau so schaut's aus. Und Lindy mit ich und nicht mit auch, gell? Weil sonst war's die Linda. Ciao, ciao.